Wir leben im zweiten Maschinenzeitalter. Im ersten Maschinenzeitalter von 1700 bis 1950 ging es um die Überwindung der Grenzen von Muskelkraft im großen Stil. Stichwort war der erste und zweite industrielle Revolution. Im zweiten Maschinenzeitalter geht es um die Überwindung von Hirnkraft im großen Stil. Die Phase seit dem Jahr 2000 nennt man digitales Zeitalter, weil es seit 2002 mehr digitale als analoge Informationen auf der Welt gibt. KI, künstliche Intelligenz, ist ein Phänomen dieser Phase. Maschinen sind vom Menschen hergestellte Systeme, die etwas tun. Die können mit KI-Systemen ausgestattet werden. Beispiele bekannt: Autos, Waschmaschinen, Computer, Roboter, Smartphones, aber auch Prothesen, Implantate. Maschinen können auch aus biologischem Material bestehen, ganz oder teilweise, zum Beispiel Cyborgs, biologisch-technische Mischwesen sind das. Eine Heugabel ist keine Maschine, weil sie tut nichts. Ja, was ist künstliche Intelligenz? Künstliche Intelligenz ist die Fähigkeit einer Maschine, sich in einer Weise zu verhalten, die man als intelligent bezeichnen würde, wenn ein Mensch sich so verhalten würde. Und das ist also Zitat aus dem Förderantrag für die berühmte Dartmouth-Konferenz, der Geburtsstunde der KI, mit so berühmten Namen wie Marvin Minsky und Claude Shannon, dem Erfinder der Informationstheorie. Diese Definition umgeht elegant philosophische Probleme wie: Können Maschinen überhaupt denken? Gibt es künstliche Intelligenz und intelligente Maschinen? Und sie spielt das Definitionsproblem auf das der natürlichen Intelligenz zurück, das ebenfalls noch keine allgemein anerkannte Lösung hat. Denken ist der Versuch, durch innere Beschäftigung mit Vorstellungen, Erinnerungen und Begriffen Erkenntnisse zu formen. Denken wird auch zum Lösen von Problemen eingesetzt. Aus Denken können folgt nicht Intelligenz. Umgekehrt sind intelligente Lösungen nicht immer Ergebnis von Denken. Zum Beispiel Schach. Der Computer Deep Blue, der den Schachweltmeister besiegte, analysierte 200 Millionen Stellungen pro Sekunde. Da wurde Quantität zu Qualität. Aber woran erkennt man Denken und Intelligenz? Drei Möglichkeiten. Am äußeren Verhalten. Das meinten jedenfalls zum Beispiel Alan Turing, übrigens schon 1950, und John McCarthy, siehe Definition von eben. Oder am Ergebnis, das sagt aber nichts darüber, wie es zustande kommt. Vielleicht an internen Vorgängen und Strukturen. Ja, schauen wir aufs Gehirn, das ist nach dreiviertel Jahrhundert immer noch unklar, wie die Neuronen Intelligenz hervorbringen. Klar ist, wie Neuronen funktionieren. Und das Gleiche gilt natürlich dann für eine Gehirnsimulation, an der gearbeitet wird. Aber die könnte zumindest künftig Experimente ermöglichen, was man ja bei natürlichen Gehirnen, solange sie leben, logisch, aus ethischen Gründen nicht machen kann. Ja, wie schaut es bei klassischen Computern aus, wenn man da reinguckt? Die können undurchschaubar werden durch verborgene Muster in Datenmassen, die sie verarbeiten, und durch selbstoptimierte Software, die nach einer gewissen Zeit kein Mensch mehr versteht. Neuronale Netze oder künstliche neuronale Netze werden per Versuch und Irrtum justiert. Das ist eine Art Kunst und oft monatelang mit Datenmassen trainiert. Ja, es gibt einige beliebte oder nicht wegzubringende Einwände gegen KI, oder genauer gesagt gegen die Existenz von KI, dass es sowas tatsächlich geben soll. Erster Einwand ist, das ist ja nur programmiert. Oder anderer Einwand, das sind ja nur Simulationen. Oder Maschinen können nicht wahrnehmen und verstehen. Oder Maschinen können nicht fühlen und Maschinen haben kein Bewusstsein. Und dann gibt es noch eine Art Einwand, nämlich den sogenannten KI-Effekt. Wenn wir uns nämlich daran gewöhnt haben, dass eine Maschine das kann, dann sehen wir es nicht mehr als KI an. Also der Einwand, das ist ja nur programmiert.
soll heißen, Computer können nur tun, wozu sie programmiert sind. So ähnlich wie beim Buntwäscheprogramm einer Waschmaschine. Der Ablauf ist von vornherein bekannt. Das ist ein verbreitetes Missverständnis über Computer. Denn warum spielen dann Schachprogramme besser Schach als ihre Programmierer? In jeder Programmiersprache gibt es Sprungbefehle, im Durchschnitt jeder sechste Befehl. Und Programme können extrem langsam, Millionen von Befehlen enthalten. Abhängig von einer Bedingung ändert sich also bei so einem Sprungbefehl der weitere Ablauf. Bei 100 Sprungbefehlen zum Beispiel sind bereits eine Billiarde Billiarden verschiedene Abläufe entstanden. Ja, das ist eine 1 mit 30 Nullen. Bedingung kann also zum Beispiel eine unvorhersehbare Eingabe sein, ja, ein Benutzer oder auch die Umwelt über Sensoren können sozusagen völlig unvorhersehbar den weiteren Ablauf beeinflussen. Schon dadurch sind also beliebig viele Freiheitsgrade möglich. Außerdem, Maschinen können lernen. Ja, lernen zum Beispiel neue Fakten oder aus Erfahrung oder durch Training, durch Versuch und Irrtum und sich abhängig vom Erlernten verhalten. Maschinen können mit ihrer Umwelt interagieren und sich abhängig von der Umwelt und Erfahrung verhalten. Maschinen können sogar ihr eigenes Programm ändern. Dazu kommen noch die unvorstellbaren Geschwindigkeiten, Datenmassen sowie hohe Vernetzung bei solchen Maschinen. Übrigens, auch Lebewesen haben ein Programm, nämlich ein genetisches. Ja, kurz zu dem Einwand, das ist nur Simulation. Ja, welche Eigenschaften kann man eigentlich simulieren bzw. vortäuschen? Man kann sich dumm stellen, aber nicht intelligent. Das gilt auch für Maschinen. Ist simulierte Intelligenz verschieden von echter? Ich würde sagen, nein. Ich kann eine Kaffeemaschine auf dem PC simulieren. Simulation ist es aber nur so lange, unten kein Kaffee rausläuft. Wenn eine Maschine aber eine intelligente Lösung zu einem Problem ausgibt, dann ist das für mich dasselbe, als wenn mir ein intelligenter Mensch diese Lösung gibt. Zu den Gefühlen, die Maschinen nicht haben. Nach Jacques Panksepp gibt es bei allen Säugetieren 7 Grundemotionen. Er nennt sie Seeking, Rage, Fear, Lust, Care, Panic, Grief, Play. Maschinen können Gefühle bei einem Menschen erkennen, eigenes Verhalten daran anpassen und menschliche Gefühle simulieren. Gefühle sind Informationen über den Grad der Befriedigung von Bedürfnissen oder Aussicht darauf. Ein wichtiger Satz. Gefühle sind zum Denken im Allgemeinen nicht notwendig. Für Maschinen kommen zum Beispiel folgende Bedürfnisse in Frage. Energiezufuhr, Selbsterhaltung, Zielerfüllung. Ja, das ist also zum Beispiel günstig, wenn der Staubsaugerroboter rechtzeitig wieder zur Ladestation zurückkehrt, weil er merkt, dass er Energie braucht. Ja, dann der Einwand über das Bewusstsein. Maschinen haben kein Bewusstsein, gebe ich gerne zu. Wissenschaftlich ist noch weitgehend unverstanden, was Bewusstsein überhaupt ist, das Phänomen Bewusstsein. Es dient vermutlich, also meine Vermutung, der Bewertung von Situationen, wobei dann mindestens 2 Zustände notwendig sind, zum Beispiel für gut und schlecht, morgi oder morginet. Vermutlich zum Lernen und Problemlösen ist sowas wie Bewusstsein zumindest bei Lebewesen notwendig. Und übrigens, Introspektion wird gern mit Bewusstsein verwechselt. Die Introspektion, die gibt es bei Maschinen, die ist oft schon vorhanden bei Maschinen, zum Beispiel in Form von Selbsttests. Dann gibt es noch diesen Einwand zum KI-Effekt. Also, woran wir uns gewöhnt haben, ist doch keine KI, oder? Schauen wir uns mal ein paar Beispiele aus dem Alltag an. Suchmaschinen. Ja, Google zum Beispiel, 90% der Suche läuft über Google. Navigationssysteme und Routenplaner. Spamfilter. 50% der E-Mails weltweit sind Spam. Ja, wenn sie weniger empfangen, dann ist KI im Hintergrund am Werk. Content-Moderation, das heißt 76% der
gelöschten Videos auf YouTube werden zum Beispiel durch KI erkannt und markiert. Empfehlungsdienste, ja, Amazon, Netflix, News via Facebook, ja, wir kriegen also bei manchen Diensten wäre es ohne solche Empfehlungen kaum noch möglich, sich überhaupt dort zurechtzufinden. Sprachassistenten wie Siri, Alexa, wie sie alle heißen, Übersetzer, Google inzwischen einen ganz guten Übersetzer, DeepL, deutsches Produkt, die Text und Sprache übersetzen und auch automatische Untertitel von Videos erzeugen können. Fahrassistenzsysteme, also die Spurhaltung begünstigen, Müdigkeit erkennen, Einparkhilfen und so weiter. Gesichtserkennung, zum Beispiel zum Entsperren von Smartphones oder im großen Stil, wie man es in China besichtigen kann. Betrugserkennung, ja, eingesetzt von PayPal zum Beispiel und vielen Banken. Und das alles nur durch Einsatz von KI möglich. Wir haben uns daran gewöhnt und würden vielleicht nicht ohne weiteres darauf kommen, dass da massiv KI im Hintergrund im Spiel ist. Ja, was waren so die wichtigsten KI-Meilensteine in den letzten Jahren? Schauen wir uns, geht vielleicht los mit 1996, 97, als der Computer Deep Blue von IBM erstmals einen Gewinn, gegen einen amtierenden Schachweltmeister gewinnt, eine Partie und dann später ein ganzes Turnier, nämlich gegen Garry Kasparov. 2011 das KI-Programm Watson gewinnt die populärste US-Quiz-Show Jeopardy gegen die zwei Champions und Volkshelden. 2014 stellt Google sein selbstfahrendes Auto vor. 2016 das Computerprogramm AlphaGo schlägt einen der weltbesten Go-Profispieler, den Südkoreaner Lee Sedol. Dieses Programm wurde übrigens nicht gefüttert mit Millionen von Partien wie noch beim Schachprogramm, sondern dem hat man nur die Spielregeln erklärt und dann hat es Millionen Mal gegen sich selber gespielt und anschließend was besser als die besten weltbesten Spieler. 2017 gewinnt das Computerprogramm Libratus im Pokerturnier gegen die vier weltbesten Spieler. Und am 30.11.2022 startet OpenAI, die Firma OpenAI, ihren Chatbot namens ChatGPT. Und dieses Datum könnte später mal als Beginn des KI-Zeitalters in die Geschichtsbücher eingehen. Ja, wie kommt das alles zustande? Also ein wichtiger Faktor bei dieser ganzen Entwicklung ist natürlich die rasante Entwicklung der Rechenleistung. Also schauen wir uns mal Beispiele an. Da gibt es den Frontier, der ist derzeit Weltmeister mit 1194 Petaflops. Das ist ein Peta, bedeutet eine Billiarde, ja? Also eine Billiarde Fließbandoperation pro Sekunde schafft der. Etwas früher ein anderer Superrechner, der IBM ASCII Red, schaffte 1 bis 2 Teraflops, das ist ein Tausendstel davon, von einem Petaflop. In den Jahren 1997 bis 2000 war er damit dann weltweit an erster Stelle. Dann interessant vielleicht noch die Sony PlayStation 3, die auf 1,8 Teraflops kam im Jahre 2006. Und das Smartphone Huawei P20 zum Beispiel, das auf 2 Teraflops im Jahr 2017 bringt. Das heißt, die Rechenleistung des schnellsten und millionenteuren Supercomputers, ja, ASCII Red, gibt es 6 Jahre später auf Millionen von Spielkonsolen für ein paar hundert Euro, Dollar oder Euro und nach weiteren 10 Jahren auf Millionen von Smartphones. Von ASCII Red zu Frontier sind es ca. 20 Verdopplungen in 25 Jahren. Also durchschnittliche Verdopplungszeit ca. 1,25 Jahre. Das gilt dann übrigens auch noch für Supercomputergeschwindigkeit, wie wir bereits gesehen haben, Energieeffizienz, Transistoren pro Chip, Datentransfergeschwindigkeit und Speicherplatz, was inzwischen auch ein wesentlicher Faktor ist. Und das Ganze läuft seit über 60 Jahren. Das heißt, wir sind inzwischen auf der sogenannten zweiten Hälfte des Schachbretts. Ja, das spielt an auf die Geschichte vom Schachbrett und den Reiskörnern. Ja, Sie kennen das, da im ersten ein Korn, im zweiten zwei und dann immer verdoppelt 4, 8, 16 und so weiter, bis eine riesengroße Zahl irgendwann mal zustande kommt. Und man merkt diesen Unterschied, der wird erst dann, fällt richtig ins Gewicht auf der zweiten Hälfte des Schachbretts, auf der wir uns bei dieser Entwicklung jetzt befinden.
Ja, weitere KI-Anwendungen, auch Medizin zum Beispiel. Da ermöglicht KI Diagnosen und Therapievorschläge durch Bilderkennung, ja, über CT, MRT. Die ist in der Regel heute besser als die von guten Ärzten. Früherkennung von Alzheimer durch MRT und Sprachanalyse, also zwei verschiedene Analysemethoden, beide KI gestützt. Früherkennung von Parkinson durch Smartwatch, die ich an der Hand trage, und die Bewegungsmuster aus der Veränderung kann der KI erkennen, dass da in ein paar Jahren Parkinson entstehen wird. Diagnose durch Symptomchecker nennt sich das Programm, mittels einem Chatbot. Der fragt einfach ab, dies oder jenes, und je nachdem, was man antwortet, macht er weitere Fragen und kommt dann mit einem Diagnosevorschlag raus, den man natürlich dann mit einem Arzt besprechen sollte. Intelligente Implantate, die also praktisch Umgebungsbedingungen und Situationen mit berücksichtigen. Rehabilitation nach Schlaganfall durch ein Exoskelett, was also so die Bewegung ermöglicht oder verstärkt, verbunden mit einer EEG-Haube. Ja, über die EEG-Haube wird praktisch lernt die KI, was der Patient, welche Bewegung er machen möchte, und führt diese Bewegung mit Hilfe des Exoskeletts dann aus. Autonome Service-Roboter in Krankenhäusern und Laboren. Ein Programm namens Orkan liest für Blinde Texte in freier Wildbahn. Die also können draußen rumlaufen und der erkennt, wo da was geschrieben ist, und teilt das mit. Dann im Bereich Sicherheit haben wir das Predictive Policing, vorausschauende Polizeiarten, problematisches Ding. Cyberangriffe erkennen und bekämpfen ist eine wichtige Funktion von KI. Mitarbeiter in sicherheitsrelevanten Bereichen überwachen, also ob sie die Sicherheitsvorschriften einhalten. Fake News und Desinformation erkennen und aufspüren wird immer wichtiger, offensichtlich im Zeitalter von Social Media. Dann im Bereich Sprache Texte frei oder in gewünschtem Stil generieren, also zum Beispiel, ja, schreibt mir irgendwie einen Aufsatz im Stil von Thomas Mann, Texte zwischen mehr als 100 Sprachen übersetzen, und zwar brauchbar, gesprochene Text simultan übersetzen, neuerdings, dann Texte vereinfachen, stilistisch und inhaltlich verbessern, Meetings automatisch protokollieren. Notizen, ja, Aufgaben notieren, wer muss, soll, wann, bis wann machen und so weiter. Filme synchronisieren mit Originalstimmen und Lippenbewegungen. Also das wären zum Beispiel berufliche Synchronsprecher, nicht besonders toll finden. Ja, im Bereich Wirtschaft, Landwirtschaft, Verkehr haben wir Computerprogramme, also KI, die Computerprogramme, ganze Computerprogramme schreibt, Algorithmen schreibt und verbessert. Webseiten, ganze Webseiten generiert, autonome Transportmittel werden gesteuert, Roboter werden gesteuert durch KI. Dann Fehler diagnostizieren und voraussagen. Also die KI weiß dann oft schon, wann das nächste die Maschine kaputt geht. Chatbots beantworten Kundenfragen, auch immer häufigere Anwendung. Dann Kunden oder auch Wähler identifizieren, Kauf- und Wahlverhalten analysieren, Vorlieben erkennen, enge Zielgruppen definieren und entsprechend dann bearbeiten durch Werbung oder sonst was. Nimmt immer stärker zu. Lieferketten, ganze Lieferketten optimieren bezüglich Effizienz, Kosten, Risiken. Also Lieferkettenprobleme sind in letzter Zeit, haben wir auch kennengelernt, wozu das führen kann. Bewerber bei Einstellungen vom Personal auswählen, hat Vor- und Nachteile. Manche Bewerber bevorzugen das sogar, weil sozusagen Emotionen außen vor bleiben. Ja, ob dem der, der das entscheidet dem Chef, ja, ob dem der jetzt sympathisch ist oder nicht. Ja, das spielt dann in so einem Fall keine Rolle, wenn eine KI das übernimmt oder die Empfehlung ausspricht. Dann im Bereich Landwirtschaft, Energie, Einsatz von Düngemitteln, Pestiziden und Wasser minimieren, das ist ein wichtiger ökologischer Faktor. Oder Obst- und Spargel ernten, unbeliebte Arbeiten oder schwierige Arbeiten, Unkraut jäten per Roboter. Im Bereich Musik, Bilder, Filme kann die KI Musik komponieren, entweder im Stil eines bestimmten Komponisten oder frei, im Sinne von GEMA frei, die denkt sich einfach selber irgendeine Melodie aus und komponiert da. KI kann Bilder generieren und manipulieren,
entweder fotorealistisch, auf Ansage, machen wir mal ein Bild vom Papst in dem modischen, schicken Wintermantel, oder frei oder im Stil eines Malers. Dazu wird die KI dann natürlich gefüttert mit den entsprechenden Bildern oder mit der entsprechenden Musik von den Leuten, die sie dann imitieren sollen. Videos generieren geht inzwischen erste Anfänge, ja, ein Produkt namens Sora von der Firma OpenAI, und Videos manipulieren ist ein ganz problematisches Ding, eben auch bei dem Thema Deepfakes. Dann Schauspieler in Filmen simulieren, ja, komplett Schauspieler, der vielleicht gar nicht mehr lebt, in einem Film mitspielen zu lassen. All das geht mit KI. Im Bereich der Gesellschaft ist noch relevant Anwendungen wie Menschen an Gesicht erkennen oder an ihrer Stimme erkennen, an ihrer Bewegung oder an ihrer Schrift. Und Emotionen erkennen kann KI und sie kann echte Emotionen von vorgespielten Emotionen unterscheiden. Also nichts Pokerface. Die KI erkennt das und kann entsprechende Emotionen simulieren bzw. ihr Verhalten oder das Systems, das sich steuert, das Verhalten beeinflussen und daran anpassen. Ja, ein paar wichtige Werkzeuge und Methoden der KI. Das fing an mit Suchalgorithmen, Suche und Optimierung. Also zum Beispiel bei Anwendungen wie Navi oder auch beim Schach, ja, die beim Navi einfach die kürzesten Weg finden, entweder kilometermäßig oder nach Zeit. Beim Schach natürlich Zugfolgen finden, die Gewinn versprechen. Dann später kam dazu formale Logik, Einsatz von formaler Logik im Sinne von KI und Expertensystemen hießen die dann. Da wurde also praktisch regelbasiert, wurden da Probleme gelöst. Dann probabilistische Methoden kommen überall dort zum Zuge, wo eine vollständige Suche aufgrund der enorme Vielzahl nicht mehr möglich ist, etwa beim Schach, da gibt es zu viele Kombinationen, um die alle durchzuprobieren, das funktioniert nicht. Da geht man dann nach Wahrscheinlichkeit vor. Statistisches Lernen und Klassifizierung ist verwandt mit diesen probabilistischen Methoden. Dann ein wichtiges Stichwort in letzter Zeit, haben große Erfolge erzielt durch neuronale Netze, künstliche neuronale Netze und in dem Zusammenhang eben auch maschinelles Lernen und sogenanntes Deep Learning, was also auf bestimmte neuronale Netze anspielt. Big Data, ohne Big Data gäbe es die heutige KI in dieser Form gäbe es nicht. Also das war eine notwendige Voraussetzung für die Erfolge in letzter Zeit. Und aber auch Verkörperung von KI, also dass man da nicht einfach etwas programmiert, sondern zum Beispiel einen kleinen Krabbelkäfer baut, der dann in der Umwelt interagiert und selber dann lernt, aufgrund von diesem Interagieren mit der Umwelt, selber lernen zu laufen, ohne dass dem programmiert wird, welches Beinchen er wie bewegen muss. Auf KI spezialisierte Hardware und Software ist ebenfalls wichtig für den Erfolg der KI-Entwicklung. Ja, kommen wir zu künstlichen neuronalen Netzen. Ich sage immer nur neuronale Netze und damit sind dann immer künstliche gemeint, es sei denn, ich sage was anderes. So ein neuronales Netz besteht aus miteinander verbundenen künstlichen Neuronen, die in hintereinander liegenden Schichten organisiert sind. Beginnt mit einer Eingabeschicht, was die Eingabe bekommt, dann einige verborgene Schichten und zum Schluss eine Ausgabeschicht. Ein künstliches Neuron ist eigentlich eine mathematische Funktion und auch gleichzeitig ein Modell eines biologischen Neurons, natürlich stark vereinfacht. Das wird eingelernt, ja, zusammen mit anderen in so einem Netzwerk über bestimmte Trainings und erhält neue oder geänderte Gewichte für die Eingaben, die es von anderen Neuronen bekommt. Erhält eine oder mehrere Eingabewerte von anderen Neuronen oder direkt von der Umwelt, wenn es an der Eingabeschicht ist, gewichtet diese Eingabewerte und summiert sie, die gewichteten Eingabewerte, prüft dann, ob die Summe, die so enthält, einen bestimmten Schwellwert überschreitet und dann, falls ja, erzeugt es eine Ausgabe an ein oder mehrere andere Neuronen, die auch in derselben oder in früheren Schichten liegen können. Also das Ganze kann immer nicht nur Richtung Ausgabe gehen, sondern kann auch nochmal zurückgehen und sozusagen in Schleifen laufen. GPT steht für
Generative Pre-Trained Transformer soll das heißen. Generative, das heißt, es generiert Daten mit Charakteristiken, die ähnlich sind wie die Trainingsdaten, ja, etwa bei Bildern oder Sprache. Pre-trained heißt es vortrainiert, zum Beispiel für die Weiterverwendung durch andere KI-Teams, die sich dadurch natürlich viel Kosten, Mühen und Zeit sparen und dann dieses pre-trained System übernehmen, um es dann für speziellere Probleme weiter zu trainieren. Ein Sprachmodell, ein sogenanntes Sprachmodell, berechnet für jede Abfolge von Wörtern spezieller Texte die Wahrscheinlichkeit für das jeweils nächste Wort. Ein großes Sprachmodell macht das, also Large Language Model, LLM abgekürzt, macht das Ganze für dieses Sprachmodell für allgemeine Zwecke. Ja, lernt das zu verstehen, Sprache zu verstehen, zu erzeugen, nicht nur eine spezielle Fachsprache. LLMs, also diese großen Sprachmodelle, erwerben diese Fähigkeit durch Training mit massiven Datenmengen und Rechenressourcen. Dabei lernen sie Milliarden von Parametern kennen. Parametern sind zum Beispiel jetzt bei den neuronalen Netzwerken, typische Parameter sind die Gewichte, ja, zwischen den Verbindungen der einzelnen Neuronen. Ja. Wie stark ist die Verbindung oder wie schwach ist sie? Und also ist es beispielsweise so bei GPT-4, das wird inzwischen nicht mehr veröffentlicht, aus Sicherheitsgründen und aus ökonomischen Gründen, aber geschätzt wird, dass dieses System etwa 1,7 Billionen Parameter umfasst. Dann diese großen Sprachmodelle sind selbst neuronale Netze, meist sogenannte Transformer, und werden durch selbst- oder halbüberwachtes Lernen vortrainiert. Ja, Stichwort Transformer, das kommt ja vorhin im GPT, das T, wurden 2017 veröffentlicht, also noch eine relativ neue Entwicklung, sind selbst künstliche neuronale Netze mit einer speziellen Architektur. Die können eine Folge von Zeichen in eine andere Folge von Zeichen transformieren. Dies kann zum Beispiel benutzt werden, um Text von einer Sprache in eine andere Sprache zu übersetzen. Dazu wird ein Transformer mittels maschinellem Lernen auf einer großen Menge von Beispieldaten trainiert. Danach kann das trainierte Modell dann zum Beispiel zur Übersetzung verwendet werden. Transformer können aber auch für das Generieren von Musik, Bildern, Videos und so weiter eingesetzt werden. Es gibt natürlich jede Menge Chancen durch die künstliche Intelligenz, sonst würde sie ja nicht gemacht werden. Ja, was fällt uns dazu ein? Zum Beispiel weniger gesellschaftlich notwendige Arbeit. Einerseits, also ich bin altmodisch genug, um das als eine gute Nachricht zu empfinden, wenn weniger Arbeit notwendig ist. Mehr Erfindungen, weniger Fehler. Ist zu erwarten durch Einsatz von KI. Bessere Gesundheitsvorsorge, medizinischer Fortschritt profitiert natürlich durch KI. Menschen- und umweltfreundliche Verkehrssysteme könnte ich mir vorstellen, mit autonomen Fahrzeugen, weniger Unfälle, Abschied vom Auto, endlich vielleicht mal. Dann bei Gütern und Diensten mehr Vielfalt, Qualität, Individualität und Nachhaltigkeit, und das womöglich noch zu geringeren Kosten, also praktisch eine Situation der Fülle, wenn man so will. Dann leichterer Zugang zu Information, Wissen, Bildung, leichteres soziales, politisches und kulturelles Engagement. Roboter werden vermehrt gefährliche und unerwünschte Arbeit übernehmen, das tun sie jetzt schon, aber natürlich durch KI ausgestattet können sie auch anspruchsvollere Arbeiten ebenfalls in dieser Situation erledigen. Weniger Diskriminierung bei Entscheidungen einerseits, weil eben der Faktor Emotionen bei vielen Entscheidungen dann einfach wegfallen kann und dadurch diskriminierende Sympathien, Antipathien keine Rolle spielen müssen. Und neue Möglichkeiten für Kultur und Kunst könnte ich mir vorstellen durch KI. Auf der anderen Seite, wie zu erwarten, gibt es natürlich auch jede Menge Risiken und Nebenwirkungen. Ja, da fällt einem zunächst mal ein, die Menge
mehr Desinformation durch sogenannte Deepfakes, mehr Missinformation, einfach Falschinformation, die entsteht einmal durch sogenannte halluzinierende künstliche Intelligenz. Ja. Die sagt da nicht einfach, ich weiß es nicht, sondern denken sie nach wie vor, die Systeme, die denken sich irgendwas aus. Und wenn man Pech hat, glaubt man das sehen und das stimmt überhaupt nicht. Und Vorurteile, die bereits in den Trainingsdaten enthalten sind und die dann zu Diskriminieren führen. Ja, wenn man eine Firma ewig lang immer nur Männer eingestellt hat und die KI macht es dann einfach weiter, weil sie dieses Muster erkennt in den Trainingsdaten. Manipulation von Meinungen und Verhalten ist natürlich ein zunehmendes Risiko bei Einsatz von KI. Dann jeder wird mal irgendwann glauben, alles zu wissen, ja, dass die Leute sich überhaupt nichts mehr sagen lassen, auch kaum noch in Diskussion kommen mit Leuten, die anderer Meinung sind. Mehr Filterblasen, das Problem haben wir jetzt schon mit Filterblasen, Echokammern, das wird noch stärker auftreten, durch den, je mehr KI eingesetzt wird. Weniger Transparenz und Rechenschaft. Ja, weil das ist ein großes Problem, wenn Sie Entscheidungen haben, die durch eine KI, also durch neuronale Netze, die liefert nicht mit, warum sie diese Entscheidung empfiehlt, sondern das hat sie einfach gelernt, aber die hat nicht mitgelernt, warum dieses Muster in diesen Trainingsdaten sie erkannt hat. Diskriminierung und Fehlentscheidungen können hier passieren, also das andererseits, Diskriminierung können eben passieren durch schlechte Trainingsdaten, wo sozusagen Vorurteile bereits eingebaut sind in den Daten. Weniger Legitimität von politischen Entscheidungen, das hängt natürlich dann damit zusammen, ja, wenn die da irgendwelche Entscheidungen, wo immer nur gesagt wird, ja, das hat unsere Bundes-KI hat das so empfohlen, also machen wir das. Weniger Legitimität, habe ich gerade gesagt, dann Stärkung autoritärer Tendenzen und Regime, ja, also sowohl im Inland, aber auch Beispiel im Ausland, man sieht dann plötzlich, wie erfolgreich dann autoritäre Systeme durch ihre KIs werden und das schadet dann, das ist die andere Seite, Schwächung der Demokratie und ihrer Institutionen, überall dort, wo sie überhaupt noch existiert. Dann Gefährdung der Privatsphäre, kennen wir auch schon das Problem, verschärft sich auch dadurch, dass die KI immer besser wird und inzwischen Daten und Zusammenhänge erkennt bei Einzelpersonen, die also selbst ein Psychologe nicht ohne weiteres erkennen würde. Vorbeugende Polizeiarbeit kommt dann ins Spiel, wird in einigen Ländern bereits eingesetzt und bei uns diskutiert. Dann also bis hin zur Massenüberwachung aller China. Es ist immer ein bleibendes Risiko und ein steigendes Risiko. Mehr Dominanz der großen Tech-Unternehmen, ja, die ja inzwischen einige bereits schon einen Börsenwert von über 1 Billion Dollar erreicht haben. Dramatische Änderungen am Arbeitsmarkt, das ist das andererseits. Ja, einerseits spart man Arbeit, andererseits, wenn man das nicht vernünftig organisieren und die frei werdende oder noch übrig bleibende Arbeit und die Einkommen gerecht verteilen, also Stichwort allgemeines Grundeinkommen, ja, dann kriegen wir da natürlich massive Probleme über den Arbeitsmarkt. Es wird mehr Bullshit-Jobs geben, also beispielsweise jetzt schon sogenannte Click-Worker, die also irgendwo sitzen und von morgens bis abends KIs trainieren, ja, mit so bescheuerten Aufgaben, wie sie beispielsweise in Captchas uns zugemutet werden. Gefährdung von Urheberrechten, ist natürlich auch klar. Ja, wenn sie da das zusammenmischen und Bilder von Malern so zusammenmischen, dass der nicht mehr sagen kann, okay, das habe ich aber erfunden, kann er nicht nachweisen, ja, dass das sein Bild war ursprünglich. Ja, Manipulation von KI-gesteuerten Systemen ist ein wichtiges Risiko. Denkt man dran, wenn die anfangen, dann autonome Autos zu hacken und die irgendwo reinfahren zu lassen. Und noch verstärkt Verwundbarkeit kritischer Infrastruktur. Dort, wo KI sozusagen am Gange ist, kann auch entsprechend durch Hacker und so weiter, diese Systeme können entsprechend bedroht und geschädigt werden. Bis hin dann zu Killerrobotern, die wir bereits im Einsatz gesehen haben in einigen Fällen. Und last but not least, der Entstehung von sogenannter Superintelligenz, die von Experten gleich, also ähnlich problematisch angesehen werden wie andere existenzielle menschheitsgefährdende Probleme wie
allgemeiner Atomkrieg, Riesenpandemie oder Klimakatastrophe. Von der Größenordnung muss man sich die Gefährdung durch eine entstehende Superintelligenz vorstellen. Ja, komme ich zum Abschluss zu meinen persönlichen Thesen zum Thema künstliche Intelligenz. Maschinen wird man in naher Zukunft maschinentypische Bedürfnisse und Gefühle zusprechen können. Das ist meine erste These. Zweitens, Maschinen können menschliche Gefühle und Bedürfnisse hinreichend genau erkennen und simulieren. Mit hinreichend genau meine ich also ungefähr so, wie es für den Zweck angemessen ist oder ungefähr in der Preisklasse, wie es Menschen selber können. Drittens, Gefühle und Bewusstsein sind zum Denken und für Intelligenz nicht nötig und manchmal sogar hinderlich. Viertens, ob Maschinen sinnvoll Bewusstsein zugesprochen werden kann erst entschieden werden, wenn das Phänomen Bewusstsein besser erforscht ist. Fünftens, die meisten Menschen werden in naher Zukunft davon ausgehen, dass es Maschinen mit Bewusstsein gibt. Und das ist das gesellschaftlich Entscheidende. Nicht, was der Fall ist, sondern was die Menschen glauben, dass der Fall ist, entscheidet und verändert die Gesellschaft. Und sechstens und letztes, Maschinen können denken, es gibt echte KI, echte künstliche Intelligenz.